Hallo, herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Erstmal ein kleines Lebenszeichen von mir, denn ja, ich sitze immer noch ohne Internet und ohne Telefon, schon seit über zweieinhalb Monaten. Aber ich wollte euch mal ein kleines Video senden, damit ihr wisst, uns gibt's noch, natürlich. Nicht, Klaus-Dieter? Ja. Es gibt gerade nichts Neues, also es gibt schon was Neues. In Berstadt wird fleißig gedreht oder wurde gedreht. Jetzt sind, glaube ich, gerade der Drehpause, aber sie werden wahrscheinlich noch weiter drehen. Es wurde ja im April, Ende, Mitte April, so wurde ja eine Winterfolge gedreht in den Bergen. Und jetzt ist wohl gerade Sommerpause und ja, ich wünsche dem Team natürlich, genießt das schöne Wetter, ne, wenn ihr könnt. Und dann hoffe ich auf viele neue Abenteuer. Und es geht ja jetzt ab dem Moment, ich habe hier einen Spickzettel. Ab dem 27.06. gibt es etwas, was es schon seit, ja, ich würde sagen, seit ein paar Jahren gar nicht mehr gab. Und zwar, am 27.06. läuft auf dem Sonntagssendeplatz im ZDF eine Klassikfolge anstelle einer Fritz-Fuchs-Folge. Also es wird dann, gibt ja jetzt im Augenblick auch nur noch eine Folge Löwenzahn am Sonntag. Dafür gibt es ja die Donnerstagsausstrahlung, glaube ich. Ja, und ab dem 27.06., ich weiß nicht, wie lange es geht, auf jeden Fall dem Juli hindurch, gibt es eine Klassikfolge auf dem Hauptsendeplatz von Löwenzahn. Und das ist schon mal was ganz Besonderes, weil das gab es schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Wir starten am 27.06. Um 8.10 Uhr natürlich mit der Folge Peter sieht scharf. Darum geht es ja da. Darum geht es ja da. Naja, so ähnlich. Da geht es ja darum, dass Peters Brille ist verschwunden und auch die Brille von Tante Elli verschwindet. Ja, Tante Elli will aber unbedingt ein Brockhaus oder eine Enzyklopädie für die Jüngeren unter euch vor Google und vor den Zeiten des Internets gab es ja kein Wikipedia. Das heißt, man hatte ganze Buchreihen, also meistens so dicke Wälzer, da konnte man sich eine ganze Buchreihe kaufen und die stellte man sich ins Regal und dort verstauten sie. Naja, jedenfalls kosteten die ein Heidengeld, wurden jedes Jahr neu aufgelegt, weil es immer was da, immer Neues dazu gab, aber es war wirklich schweineteuer. Und eigentlich, ja, wenn du jetzt nicht ein Professor für Sprache bist oder ja, sogar mit Tante Elli in der Folge will sie ja Kreuzworträtsel machen, aber so oft brauchst du dann die Enzyklopädie nicht. Und ja, jedenfalls hatte man dann ein komplettes Regal mit 36 Bänden einer Enzyklopädie. Man hat jeden Monat einen gekriegt und man hat dazu natürlich ein Werbegeschenk bekommen. Und Tante Elli will eigentlich dieses Werbegeschenk haben. Und deshalb hat sie diesen Vertrag unterschrieben und ja, im Normalfall freut sie sich ja drauf, aber sie konnte den Vertrag nicht richtig lesen, sie konnte es nicht, weil die Brille weg ist. Und Peter konnte den Vertrag auch nicht lesen, weil seine Brille auch weg ist. Und dahinter steckt natürlich eine diebische Elster, die bei Peter in den Bäumen sitzt. Und da lernt man halt eine Menge über das Auge und das Sehen an sich. Also ich finde die sehr interessant, die Folge. Vor allem lustig, wie sie dann auf die Straße gehen und dann irgendein Kind anhalten, das gerade von der Schule kommt und sagen, hey, kannst du mal hier das vorlesen? Finde ich lustig. Und natürlich, Tante Elli, wie sich dann rausstellt, ja, sie macht das Ganze nicht, weil sie unbedingt die Enzyklopädie haben will, sondern weil sie das Werbegeschenk haben will. Darauf spekulierten die Leute, ja, die Verkäufer. Die Leute sollten diesen Vertrag unterschreiben und kriegen dann halt, weiß ich nicht, irgendwas Schönes. Und ja, so war es da auch. Und zum Schluss schenkt sie ja, glaube ich, die Enzyklopädie Peter. Die Folge läuft natürlich in der gekürzten Fassung, leider. Vielleicht kriegen wir sie ja online in der längeren Fassung. ZDF, ist da was möglich?
denn sie ist um 4 Minuten und 51 Sekunden gekürzt. Bei uns auf der Webseite www.löwenzahnfanclub.de findet ihr auch den Schnittbericht zu dieser Folge. Ja, weiter geht's dann. Ich muss immer auf meinen Spickzettel schauen. Weiter geht's am 4.7. dann mit Jäger der Nacht. Dann am 11.7. Peter jagt den Dieb. 18.7. das Biest vom Bärensee. Und am 25.7. Peter klettert in den Bergen. Eine der Lieblingsfolgen von Helmut Kraus. Ja, das war die große Neuigkeit sozusagen. Also die große kleine Neuigkeit, dass im Augenblick ab dem 27.06. mal wieder nur Löwenzahn-Klassik im ZDF läuft. Das finde ich schon eine Meldung wert für alle Klassik-Fans. Ja, es sind keine besonderen Folgen, in Anführungszeichen. Ich finde ja alle Klassik-Folgen und alle Löwenzahn-Folgen besonders, aber es sind keine alten Folgen oder Folgen, die schon lange nicht mehr liefen. Ja, Peter sieht scharf, naja, das geht noch. Jäger der Nacht lief vor kurzem, Peter jagt den Dieb auch, Bärensee sowieso und klettert in den Bergen auch. Das sind alles tolle Folgen. Aber ich würde mich freuen, wenn das liebe ZDF noch mehr ältere Folgen bringen könnte. Ihr habt es ja geschafft, im letzten Jahr einige Folgen, die schon etwas länger nicht mehr liefen, online zu stellen und auch zu senden. Ich hoffe, ich drücke die Daumen, dass das weitergeführt wird und dass wir noch Folgen finden oder Folgen sehen können, die schon länger nicht mehr liefen. Das wäre richtig toll. Also strengt euch an, bitte macht alles möglich. Irgendwas, ich weiß nicht, was ihr bisher gemacht habt, es hat ja geklappt und ich hoffe, es klappt weiterhin. Und liebe Programmverantwortlichen, also nicht nur die Redaktion, sondern die Herrschaften, die da drüber sitzen, bitte macht es möglich. Zeigt uns auch mal ältere Löwenzahn-Folgen, wenn möglich, wenn man die noch ausstrahlen kann, wenn da keine Rechtsprobleme gibt, dann zeigt uns die, bitte. ZDF, komm, mach das. Ja, aber schon mal toll, Löwenzahn-Klassik alleine am Sonntagssendeplatz, das ist super. Gut, ja, das waren meine kurzen News. Ich hoffe, euch geht's gut. Sobald ich wieder Internet habe, wird es auch wieder regelmäßige Videos von mir geben. Auch mal zu den neuen Folgen, die dann kommen. Im Vorabvideo möchte ich darüber sprechen. Ja, schauen wir mal. Ich höre meinem Arbeiter da draußen gar nicht. Die müssen eine Leitung in die Wand zimmern. Ja, mal gucken, ob es diesmal klappt. Drückt mir mal die Daumen und dann sehen wir uns demnächst wieder hier im Löwenzahn-Fanclub. Also, vergesst uns nicht, schaut mal wieder vorbei und wir hören uns. Abschalten, ich drehe noch eine Runde. Bis dann.